Freddy lag auf einem Liegestuhl in Griechenland, wo er seinen Urlaub genoss. Türkises Wasser, weißer Sand an den Stränden und Party über Nacht. Was kann denn besser sein, um sich von der Arbeit zu erholen? 11 Monate auf einem Schiff zu sein, wo man nur forscht, wie die Polen in einem massiven Tempo schrumpfen. So eine Arbeit ist ja alles außer leicht. Jetzt gibt es ja kein Zurück mehr. Wir können nur mehr hoffen, dass wir nicht alle aus verschiedenen Gründen sterben. Die Nachrichten sind im Hintergrund leicht zu hören. Eine neue Maschine wurde erfunden, die den Treibhauseffekt vermindert, indem sie einen neuen Treibstoff erzeugt, der sogar besser als elektrische Energie ist. Keine schädlichen Akkus, keine riesigen Mengen an CO2 und keine schädlichen Tanker, die Erdöl an die Umwelt ausschütten. Die Maschine wurde von einem bekannten schwedischen Forscher erfunden, der aber die Unterstützung von mehreren Ländern braucht. Probleme, wo er so fest dran gearbeitet hatte. Freddy, ein Ex-Militär und mehrmals anerkannter Forscher, wurde vom griechischen Auslandsminister gebeten, bei dieser Mission teilzunehmen und ihn zu begleiten. Am Anfang war Freddy nicht einverstanden und hätte fast abgesagt. Jedoch nahm er seine Brille, einen Regenschirm, einen grünen Apfel und seinen Rucksack und machte sich auf den Weg, die Erde gemeinnützig zu helfen. Am Flughafen angekommen, wurde er an der Polizeikontrolle aufgehalten. Sie meinten, dass seine Dokumentation nicht in Ordnung war. Sein Reisepass war während seines Urlaubes abgelaufen und seinen Personalausweis konnte er nirgendwo finden. Unter einem enormen Druck dachte er nach, wie diese Situation zu lösen sein könnte. Während des Fluges war er für die Sicherheit des Ministers verständig. Ein Mann ist in einem raschen Tempo aufgestanden und ist schnell auf ihn gegangen. Freddy wusste nicht ganz genau, was er tun sollte. Er stand auf, nahm seinen Taser raus und als er schon bereit war, das Leben des Ministers zu retten, fand er heraus, dass es nur ein Passagier war, der dringend auf Toilette gehen musste. Nach der Landung sind Freddy und Franz, der Minister, aus dem Flugzeug runtergestiegen, wo sie die schwedische Polizei trafen. 2 Undercover gekleidete Polizisten haben auf ihnen gewartet. Beim Ausgang war eine schwarze Van vor der Tür geparkt, in der sie zum Hotel geführt werden und am nächsten Tag zur Eröffnung der Maschine fahren müssen. Zuerst rechts, dann links, dann wieder rechts abbiegen, aber eigentlich war es 2-mal hintereinander nach links. Freddy sagt: Entschuldigung, Sie haben die Ausfahrt übersehen. Der Polizist antwortet: Nein, nein, das stimmt schon. Sie können kurz schlafen, wir werden Sie aufwecken. Das nächste, woran Freddy sich noch dunkel erinnern kann, ist eine Art Gefängnis. Ein Zimmer ohne Fenster und nur eine Tür aus Stahl, die nach außen führte. Der Minister und Freddy lagen gefesselt an Händen und Füßen und mit Kopfschmerzen. Ist das wegen dieser verdammten Maschine? Fragte Freddy. Es kann nur deswegen sein, antwortete der Minister. Er konnte es gerade noch schaffen, sich mit Hilfe seiner kaputten Brille von der Schnur zu lösen, an der er gefesselt war, als die Polizei wieder ins Zimmer reinkam. Er musste jetzt was machen, sonst würde die Eröffnung nicht stattfinden. Er nahm seinen Apfel hinter den Rücken, zählte von 3 runter und warf ihn mit allen seinen Kräften auf einen der beiden. Headshot. Jetzt war nur einer mehr übrig. Dieser war anstrengender. Erst nach 5 Minuten Mann-an-Mann-Kampf gelang es ihm, den zweiten mit der Schnur festzunehmen. Natürlich hatte er den anderen nicht umgebracht, aber er war ohnmächtig geworden. Beide versuchten zu fliehen, doch der Boss der Ölfirma Petrolis stand draußen. Er war derjenige, der nicht wollte, dass die Maschine des Forschers in Betrieb gestellt wurde. Ein narzisstischer, arroganter, egoistischer Salesman wie er dachte ja nur an seinen eigenen Wohl. Solche Personen kollidieren mit unserer Hauptfigur und durch seine Wut und Kraft schaffte er es, den Mann vor Gericht zu bringen. Es tauchten mehrere solche Aktionen vom Boss auf, wodurch er vom Richter auf 10 Jahre Gefängnis verurteilt wurde. Auf einmal hatten sich die Rollen vertauscht und jetzt war der Reiche im Knast.
So geht's, sagte Freddy zum Minister, während sie zur Eröffnung fuhren. Die Eröffnung war sehr erfolgreich und das neue Feridium konnte jetzt in Betrieb kommen. Wie erhofft, hatte es sehr gute Leistungen und der Abgasausstoß wurde um sehr viel verringert, was zu einer Verbesserung der Lebensqualität führte. Zurück am Strand schaute er abends im Himmel hinauf und wusste, dass er dazu beigetragen hatte, dass man jetzt die Sterne sehen kann. Wenn er jetzt Feridium tankt, denkt er nur an diese Abenteuer.